Vielen Dank. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 12108. Mit dem Thema Mühlheimer Erklärung, aktuelle Rahmenbedingungen gefährden den Erfolg der Inklusion. Landesregierung muss Fehlentwicklungen endlich entgegensteuern. Ich eröffne die Beratung und erteile für die antragstellende Fraktion, da steht sie schon, Frau Kollegin Pieper, das Wort. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Es geht nahtlos weiter. Nochmal zum Thema Inklusion. Ich stelle das jetzt mal gleich an den Anfang meiner Rede. Ja, die haben wir zur Kenntnis genommen, die 300 Sonderpädagogenstellen. Zum einen ist für mich die Frage, wie sieht der Markt aus? Sind sie da? Gäbe es mehr? Was kann man da möglicherweise zu sagen, wie jetzt Abschlüsse sind? Das Zweite, was ich dazu sagen will, rechnet man das um, sind das 0,75 Kollegen für jede Kommune, um mal so mal zu gucken, wie viel ist das eigentlich? Und zum anderen glaube ich einfach, dass diese 300 Stellen ja auch kein Nice-to-have und obendrauf sind, wenn man sich die Schülerzahlen mal anschaut unter der Situation von Zuwanderung, dann ist es einfach eine logische Folge, dass wir mehr Lehrer und somit natürlich auch prozentual mehr Sonderpädagogen einstellen wollen. Also das ist hier nicht irgendwie was, Weihnachtsgeschenke für die Schulen oder so. So, zum Thema des Antrags am 25. Mai unterzeichneten die Landesvorsitzenden NRW des Verbandes Bildungs und Erziehung, des Verbandes Sonderpädagogik, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und des Philologenverbandes die sogenannte Mühlheimer Erklärung. Und da wir ja häufig hier über Verbände sprechen und wie ernst man Verbände nehmen muss oder wenn es gerade passt nicht, das sind vier Verbände-Gewerkschaften, die schon eine beträchtliche Anzahl an Mitgliedern hier in unserem Land vertreten. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Die Mühlheimer Erklärung greift noch mal einige Aspekte der Inklusionsdebatte auf, die wir auch hier schon mehrfach geführt haben und wie emotional diese Debatte ist und wie wichtig sie den Leuten hier im Land ist, hat das, glaube ich, auch heute Morgen die Diskussion noch mal gezeigt, wo es um die Grundschulen ging. Es geht immer wieder reden wir über Inklusion und ich glaube, das ist wirklich die nachhaltigste Herausforderung, die wir im Moment im Bildungssystem haben. Fakt ist, die Zahl der an allgemeinen Schulen unterrichteten Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf steigt. Das ist aber keine Aussage über gelingende Inklusion. Tatsache ist, die Zahlen der an den Förderschulen unterrichteten Schüler, die sinkt im Gegenzug nicht. Und die Zahl der ASF-Verfahren steigt auch, was man eigentlich nicht erwarten sollte, wo man ja im Grunde für die ersten drei Jahre die Einleitung eines ASF-Verfahrens erschwert hat. Trotzdem steigen die Verfahren und die Zahl der Schüler an Förderschulen nimmt nicht ab. Im Gegenteil, es ist im Moment so, wenn man mal in den Kommunen nachfragt, ich habe lange an der Förderschule gearbeitet, ich habe an meiner alten Arbeitsstätte nachgefragt, der eine Trend ist ganz, ganz deutlich, die Rückgänge aus der allgemeinen Schule zur Förderschule steigen, das lässt sich kommunal auch statistisch nachweisen und wir haben eine Reihe von Eltern, die tatsächlich einen Umzug in Kauf nehmen, um eine Förderschule in Erreichbarkeit für ihr Kind zu haben, weil sie halt nicht in der Lage sind, ein Kind zu fahren, weil man gucken muss, wie komme ich mit öffentlichen mit der öffentlichen Verkehrssituation zurecht. Das alles ist so der Hintergrund, auf der wir diese Debatte führen müssen. Und ich finde es gut und richtig, dass wir Sonderpädagogen mehr einstellen. Aber ich glaube, das reicht einfach nicht. Und wenn wir über Nachsteuern reden, und das sagt auch diese Mühlheimer Erklärung, dann geht es nicht allein, einfach mehr Lehrer, Sonderpädagogen in die Schule zu bringen. Da geht es um ganz andere Dinge auch noch. Es geht zum einen um die ausreichend räumliche und sachliche Ausstattung an den Schulen und es geht um die ausreichenden Zeitressourcen für gemeinsame Planung. Und das wird immer gerade auch wieder von den Grundschulen gesagt. Es fehlt einfach die Zeit, sich gemeinsam zu besprechen, zu beraten, gemeinsam Unterricht zu planen. Da brauchen wir unbedingt eine Unterrichtsverpflichtung in den inklusiven Klassen. Da müssten wir noch mal nachdenken, ob man die senken kann. Und ob da nicht irgendwie was möglich ist, um da eine bessere Arbeit zu ermöglichen. Die Mühlheimer Erklärung fasst noch ein paar andere Punkte an. Es geht dort noch mal um die begleitende Lerndiagnostik
und um curriculare Konzepte, denn das scheint mir auch ein großes Thema zu sein. Im Moment ist es so, dass gerade in der Sek. 1 Schüler mit Ziel, die zieldifferent unterrichtet werden. Viele Schulen überhaupt nicht wissen, wie diese Schüler unterrichtet werden. Sie bekommen dann irgendwie Gesamtschulunterricht light, aber dass das möglicherweise ein komplett anderer Unterricht mit völlig anderen Lernzielen sein kann. Ich glaube, auch das ist an vielen Schulen noch nicht angekommen und führt zu großen Schwierigkeiten in den Schulen. In dem Zusammenhang steht natürlich auch noch mal die strukturierte Fortbildung für die Kolleginnen und Kollegen. All dies ist Inhalt der Mülheimer Erklärung. Ja, ich komme jetzt zum Schluss und ich freue mich darauf, dass wir noch mal darüber sprechen und möglicherweise den Verfassern dieser Erklärung auch noch mal dann die Gelegenheit geben, das näher zu erläutern. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Pieper. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Feuß das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Darstellung des Sachverhalts im Antrag der Piratenfraktion ist nahezu identisch mit dem Text der Mülheimer Erklärung, die von den Lehrerverbänden, die Frau Pieper zitiert hat, eben unterzeichnet wurde. Interessant ist so eine Seitenbemerkung für die Kenner der Szene, wieso hat sich Lehrer NRW eigentlich an dieser Unterzeichnung nicht beteiligt? Aber das können wir vielleicht an anderer Stelle noch mal klären. Und es ist so, dass da die sächlichen und personellen Bedingungen für die Umsetzung der Inklusion beklagt werden. Zugegeben, es läuft vielleicht noch nicht in allen Schulen des Landes rund, aber wir alle kennen das Sprichwort, aller Anfang ist schwer, doch ohne ihn kein Ende wäre. Und darum ist es wichtig, die Inklusion anzupacken. Die UN-Behindertenrechtskonvention stammt ja aus dem Jahr 2009. Die Landesregierung ist aber dabei, Maßnahmen zu ergreifen, hat welche ergriffen und in Planung, um das Ganze noch erfolgreicher zu machen. Dazu zwei Beispiele. Im neuen Lehrerausbildungsgesetz sind Inklusionsmodule sowohl im Studium als auch im Vorbereitungsdienst verpflichtend für angehende Lehrkräfte in allen Schulformen und Schulstufen. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen von Frau Kollegin Pieper? Immer gerne. Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich hätte das lieber im Ausschuss diskutiert, aber wenn Sie jetzt sagen, es läuft noch nicht alles rund an manchen Schulen, dann hört sich das so ein bisschen so an, als seien das kleine Probleme. Haben Sie sich mal bei Ihren Kollegen, Kolleginnen in der Fraktion umgehört, die mit mir auf Podiumsdiskussionen vor Ort gewesen sind? Wenn man mal die Wut und die Verzweiflung der Eltern sieht im Moment, dann hier von kleinen oder so zu tun, als sei das ein kleines Problem, ob das tatsächlich Ihre Auffassung ist, wie die Situation vor Ort ist? Natürlich sprechen wir auch bei uns in der Fraktion über diese Thematik, aber die Erfahrungen sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und jeder hat irgendwie Beispiele, wo es wirklich gut läuft und eben Beispiele, wo es eben vielleicht nicht ganz so gut läuft. Und das hat manchmal sehr, sehr vielfältige Ursachen. Das kann an mangelnden sächlichen Voraussetzungen liegen, das kann aber auch an der Einstellung bestimmter Personen in Bezug auf diese Thematik liegen. Aber wir werden ja dazu im Ausschuss noch differenzierter sprechen können. Die zweite Sache, auf die ich hinweisen möchte, ist, dass ein Fachkongress geplant ist vom Ministerium, der im September in Wuppertal stattfindet, gemeinsames Lernen in der Sekundarstufe 1, genau am 21.09. Ich denke, das ist auch für Schulpolitikerinnen und Politiker eine interessante Veranstaltung. Man kann sich auf der Homepage des Ministeriums anmelden. Ich habe das bereits getan und ich denke, dass der eine oder die andere Kollegin dort auch hinkommen wird. Und wie Frau Pieper gesagt hat, natürlich sind auch die Abgeordneten der Regierungsfraktion unterwegs in den Wahlkreisen, um sich bei der Situation vor Ort in Schulen, bei der Schulaufsicht und aber auch in Gesprächen mit Eltern und Schülerinnen und Schülern über diese Thematik zu informieren. Und es ist ja auch eine Gesamtevaluation Ende des Jahres 2018 zu diesem ersten Gesetz zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention geplant. Und wenn man sagt, ein erstes Gesetz, heißt das ja, dass es noch nicht der Stein der Weisen ist, sondern dass daran gearbeitet wird und dass sicher auch noch Veränderungen erfolgen werden. Zum Thema Inklusion gibt es viele, viele Vor-
Urteile und jeder hat zu seiner eigenen Erfahrung. Es gibt eine interessante Internetseite, www.inklusionsfakten.de, die bietet unter der Überschrift Tschüss Vorurteile, Hallo Inklusion, Argumente zu 38 allgemeinen Aussagen über Inklusion in der Schule an. Ich zitiere dazu zwei Beispiele. Erste Aussage: Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung lernen besser an einer Förderschule. Dazu wird dann ein Zitat von Professor Klemm eingefügt, der gesagt hat, ich zitiere wieder, alle Studien zum Lernerfolg zeigen, dass die Mehrheit der behinderten Kinder in der Regelschule größere Fortschritte macht als in der Förderschule und öfter einen Schulabschluss erreicht, der berufliche Perspektiven eröffnet. Zweite Aussage, das ist die insgesamt 36. von 38, es braucht immer zwei Lehrer und ganz kleine Klassen. Ich zitiere wieder aus der Homepage, nein, aber es ist meistens sinnvoll. Wenn ein Kind mit einer Fußprothese im inklusiven Unterricht lernt, gut zurechtkommt und keinen Unterstützungsbedarf hat, braucht es keine weitere Unterstützungsperson. Meistens ist es aber sinnvoll, wenn zwei Erwachsene im Raum sind. Es muss aber nicht immer ein zweiter Lehrer oder eine zweite Lehrerin sein. Ich schließe mit dem bekannten Zitat des Lühner CDU-Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Bundesbehindertenbeauftragten Hubert Hüppe. Steht aber bei Wikipedia. Ich nehme die Korrektur unseres Ministers natürlich gerne entgegen und streiche Lühner. Ist ein Brambauer oder was? Aus Werne, gut. Er hat aber auf jeden Fall folgendes Zitat gesagt. Wer Inklusion will, sucht Wege. Wer Inklusion nicht will, sucht Begründung. Lassen Sie uns gemeinsam Wege suchen. Ich freue mich auf eine hoffentlich konstruktive Diskussion im Ausschuss. Vielen Dank, Herr Kollege Voiß. Für die CDU-Fraktion erteile ich Frau Kollegin Dr. Bunse das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Frau Pieper, Sie haben sich in dieser Rede gerade auf die Mülheimer Erklärung bezogen und Sie haben herausgestellt, wie einmütig diese Entscheidung gefallen ist. Und ich finde auch, das hat Gewicht und da hilft auch die leichte Untertreibung in Ihrer Darstellung, Herr Fuß, wirklich recht wenig, finde ich jedenfalls. Man sollte diese Pädagogen und Pädagoginnen da ernst nehmen und nicht einfach nur mit Zahlen versuchen zu kontern, denn sie drücken ja eine ganz, ganz tiefe Befindlichkeit aus und die lässt sich nicht unbedingt immer in Zahlen messen. Verehrte Piraten, Ihre Anträge haben oft eine gewisse Eigenwilligkeit und einen sehr eigenen Charme, aber bei diesem Antrag finde ich, da muss man ganz einfach sagen, der ist noch einmal leider wieder eine Notwendigkeit und eine Aufforderung an die Landesregierung, jetzt wirklich tätig zu werden. Und man kann nur sagen, danke im Namen aller Betroffenen und unter dieser Hauruck-Inklusionsaktion Leidenden. Sie beschreiben die Situation des laufenden Inklusionsgeschehens an den Schulen in NRW und in Bezug auf die Mülheimer Erklärung eben und zeichnen da auch einige Fakten auf. Und da ist schon erstaunlich, und das muss man einfach so sehen, dass der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf bei den Schülerinnen und Schülern eine steigende Tendenz zeigt. Und trotz des Förderschulenschließungsszenarios, das die Landesregierung durchaus in Gang gesetzt hat, muss man sehen, dass die Förderschulen eben weiterhin stark nachgefragt sind. Auch das ist ein Fakt. Auch das AOSF-Verfahren in seiner Verhinderungstaktik, die Sie an den Tag gelegt haben, auch wieder durch diese Gesetzgebung, der widerspricht eben auch diese starke Anzahl der Menschen, die trotzdem dieses Verfahren für ihre Kinder, meistens sind es ja Eltern, wünschen. Und ich finde bedauerlich, dass die Zahl der von Schulen des gemeinsamen Lernens zu den Förderschulen zurückkehrenden Kinder, dass diese Zahl auch noch steigt. Denn ich finde, das ist immer ein Umweg für Kinder und solche Umwege haben meistens einen sehr schmerzhaften Beigeschmack. Und auch dafür ist diese Gesetzgebung verantwortlich.
Noch schlimmer finde ich eigentlich, dass die Lehrerinnen und Lehrer die Überforderung und Enttäuschung ausdrücken, die sie empfinden. Denn die sind ja diejenigen, die sich eigentlich auf den Weg gemacht haben und die ganz einfach nur in dieser Erklärung auch wieder betonen, dass sie sich personell und auch sächlich von ihnen oft nicht entsprechend unterstützt fühlen. Und das ist einfach ein Gefühl, eine Wahrnehmung, und die muss man ernst nehmen. Und ich finde das ein bisschen despektierlich, dass dann da einfach mit so ein paar Zahlen gekontert wird. Die nützt den Lehrern und Lehrerinnen vor Ort wirklich ziemlich wenig. Und ich bin mir auch sehr sicher in dieser Sache, sowohl Frau Lörmann als auch Frau Bär, dass Ihnen diese Reaktion und diese Befindlichkeit der Lehrer und Lehrerinnen nicht ganz egal ist und dass Sie die wahrnehmen. Bei Frau Hendricks bin ich mir nach deren Einlassung heute Morgen nicht mehr so ganz sicher. Die vom VfB in Auftrag gegebene Studie, die zeigt auf, finde ich, beklemmende Weise, wie der Inklusion oder dem Inklusionsgeschehen die Luft zum Atmen eigentlich genommen wird. Und das finde ich bemerkenswert. Obwohl 2015 eine gemeinsame Unterrichtung von allen Kindern mit und ohne Behinderung grundsätzlich für sinnvoll von 54% der Lehrerinnen und Lehrer eingestuft worden ist, 2016 ist die sogar gesteigert auf 60%, und trotzdem hört man deren Hilferufe nicht und unterstützt sie nicht, zumindest nicht adäquat. Sie ignorieren im Grunde genommen und unterstützen da die Lehrer und Lehrerinnen nicht so, wie sie es verdient hätten. Sie ignorieren, dass diese Lehrerinnen und Lehrer aktuell eine Überforderung der Kinder mit einer Behinderung im Unterricht feststellen und andererseits auch durch das fahrlässige Umsetzungssetting eine verursachte Benachteiligung der Kinder ohne Behinderung sehen. Also wird im Grunde genommen keinem wirklich gerecht, kann man gerecht werden. Der Lösungsansatz aus der Krise ist ganz einfach, der ist von Ihnen aufgezeigt worden, Frau Pieper. Und der liegt auch sehr deutlich formuliert vom VBE auf dem Tisch. Kleine Klassen, Doppelbesetzung, sagen die. Und ich denke, jetzt ist es wirklich daran, tätig zu werden. Und man kann sich ja mal einfach so eine kleine Multiple-Choice-Frage vorstellen. A wäre dann vielleicht, es bleibt, wie es ist, Augen zu und durch. So unverantwortlich kann hier wirklich keiner sein. Wir überlegen noch mal. So einfach können Sie es sich eigentlich auch nicht machen. Wir sprechen noch mal mit dem VBE und den anderen Akteuren. Da kann ich nur sagen, die Anforderungen liegen auf dem Tisch. Also bleibt eigentlich nur noch D. Fehler eingestehen, sich trauen, auf die Opposition hören und es besser machen. Und dazu kann ich nur sagen, vielleicht wirklich mal nicht mit Zahlen operieren, sondern ganz einfach das Ohr beim Volk haben. Und das, denke ich, sollten Sie eigentlich nicht verlernt haben. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Bunse. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Bär. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Kollegin Bunse, ja, das ist richtig. Natürlich nehmen wir die Rückmeldungen ernst, die aus den Schulen kommen. Natürlich auch die der Kolleginnen und Kollegen. Und wie wir das, ich habe eben schon mal darauf hingewiesen, auch im Ausschuss schon gesagt haben, wie wir auf verschiedenen Podien miteinander diskutieren, meinen wir das auch ernst mit dem Nachsteuern. Und da muss man über Prozesse gucken. Und ich habe eben schon mal gesagt, und die Reaktion ist im Nachtragshaushalt, der heute vorgelegt worden ist, ja auch schon erfolgt, dass hier eine Tranche von 300 Stellen für das Stellenbudget auch ausgebracht ist, zusätzlich zu multiprofessionellen Kräften und der Stärkung der multiprofessionellen Teams. Und das ist auch wichtig, egal wie Frau Pieper das hier bezeichnet, das ist für die Schulen die notwendige Unterstützung, die sie auch immer einfordern. Frau Kollegin Bär, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen von der von Ihnen gerade angesprochenen Frau Kollegin Dr. Bunse? Aber gerne. Frau Bär, danke, dass Sie die Frage zulassen. Frau Pieper hat uns doch gerade vorgerechnet. 300 Stellen sind 0,75 Stellen pro Kommune. Sie fangen jetzt wieder an, mit Zahlen zu operieren. Meinen Sie nicht, dass es auch darum geht, eine ganz andere Haltung zur Umsetzung der Inklusion an den Tag legen zu müssen? Und die fängt ganz einfach mit Zuhören, Wahrnehmen und dann darauf reagieren an. Das ist eine Frage der Haltung, nicht der Zahlen. Also erstmal herzlichen Dank für die Frage. Sie haben ja gefragt, wie nehmen wir das ernst, was aus den Schulen kommt. Und natürlich nehmen wir das auch ernst, dass Ressourcenanforderungen kommen. Und da wird in diesem Bereich nachgesteuert. Und das ist ja etwas, was die Kollegin da mit der Durchschnittszahl versucht. Wir gucken ja ganz genau, und das ist auch Aufgabe der Schulaufsicht, wo an welcher Stelle etwas nachgesteuert werden muss. Und ich will jetzt noch mal mit dem Märchen aufräumen. Das ist kein Prozess mit der Brechstange. Denn
es ist auch von der Ministerin eben gesagt worden. Erstens, die Gutachter hatten uns eigentlich empfohlen, ganz bestimmte Förderschulen direkt zu schließen und die anderen sehr massiv zurückzuführen. Das haben wir nicht gemacht. Deswegen ist klar, wir brauchen eine stärkere Stellenausstattung. Und das Zweite ist, dass jetzt natürlich wir dem System der Schwerpunktschulen folgen und deswegen muss da die sonderpädagogische Ressource gebündelt werden. Das hilft dann auch und deswegen ist das diese Frage, warum gibt es nicht an allen Schulen dann dieses Budget, erklärt sich auch damit. Ich will aber noch mal zu der Frage der Haltung kommen. Lassen Sie mich an dieser Stelle, ich glaube, das ist sehr angemessen, mal einer Schule in Nordrhein-Westfalen in ganz besonderer Weise gratulieren. Das ist das Gymnasium, Geschwister-Scholl-Gymnasium in Pulheim, die den Jakob-Muth-Preis bekommen haben. Und es ist doch immer gesagt worden und war auch Teil der Debatte hier, kann doch nicht sein, dass an den Gymnasien zieldifferentes Lernen gelingt. Und die haben sich auf den Weg gemacht, in herausragender Weise, und haben Haltung in der Schule verändert, aber mit Ressourcen auch. Denen ist es nämlich gelungen, sowohl das, was wir im Landeshaushalt bereitstellen und das Thema der Jugendhilfe zusammenzukriegen, auch die Frage der Sozialhilfe, alles zusammenzuführen. Wir haben sie hier in der Anhörung gemeinsam gehört, quasi zu einem Unterstützungszentrum in der Schule, um diese hervorragende Art aufzubauen. Und das zeigt, wie tiefgreifend die Veränderung in der Tat in allen Schulen in Nordrhein-Westfalen ist. Es ist nicht mehr so, dass es wenige betrifft, sondern es ist der Breite, ist dieser Prozess angekommen. Und viele Kolleginnen und Kollegen setzen sich damit auseinander. Und einem so tiefgreifenden Prozess ist doch klar, dass in der Breite auch die Rückmeldungen kommen. Aber ich will noch mal sagen, dass wir diesen Prozess eben auch unterstützen. Und das gehört dazu, weil uns auch die Kollegen und Kolleginnen in den Schulen natürlich sagen, ihr verlangt von uns eine Haltungsänderung, einen anderen Blick auf das Kind, aber dazu gehört auch die Unterstützung, sorry, und das ist dann Ressource und das leistet die Landesregierung, denn sonst hätten wir hier noch eine ganz andere Debatte. Und ich will nur mal verweisen auf das, was wir gemacht haben. Innerhalb der mehr als 1 Milliarde Euro, die wir auf den Weg gebracht haben, ist zum Beispiel auch das Inklusionsleistungsgesetz. Das heißt, dass hier die Ausstattung gerade durch die Schulträger unterstützt wird. Das betrifft sowohl die Schulmaterialien wie auch den gerechten Ausbau dann in den Schulen, wenn die Kinder mit Handicaps dort ankommen. Die Schulen haben im ersten Jahr von den bereitgestellten 25 Millionen Euro gerade mal 8,6 Millionen abgerufen. Ich nehme an, dass es im zweiten Jahr jetzt mehr werden. Die Evaluation steht ja noch aus. Die werden wir bald vorgelegt bekommen. Aber das ist etwas, was auch im System greift. Und wir haben auch da zusätzliche personelle Unterstützung angeboten in dem Korb 2. Und das ist auch wichtig, dass sich hier auch ein Paradigmenwechsel anbahnt. Dass wir die Unterstützungsstrukturen in der Schule haben und dass Eltern, die gerade mit ihren Kindern mit Behinderungen zum Beispiel auf Schulbegleitung setzen, dass sie nicht erst einen individuellen Anspruch nach SGB stellen müssen, sondern im System schon Strukturen vorfinden. Dafür haben wir einen Impuls gegeben, um das auch bei den Schulträgern mit zu initiieren. Und Frau Kollegin, sind wir zusammen in der Frage. Frau Kollegin Dr. Bunse ist noch nicht zufrieden, würde Ihnen gerne noch eine weitere Frage stellen. Ja. Ich vermute, die lassen Sie zu, bitte. Danke. Liebe Frau Bär, ich möchte das nur klarstellen. Es geht mir nicht um die Haltung der Lehrer und Lehrerinnen. Ich glaube, die wissen schon, wie sie sich verhalten müssen. Es geht mir eigentlich um die Haltung der Politik im Sinne einer Wertschätzung darüber, was Lehrer und Lehrerinnen jetzt tun. Und das ist ja vorhin auch angeklungen in dem Satz von Frau, von der FDP, dass Pieper, nein, Frau Pieper war nicht, ist doch egal, von Frau Gebauer gerade. Frau Gebauer und Frau Pieper. Ja, von Frau Gebauer, meine ich, wäre das gewesen, mit der Wertschätzung und mit der beschämenden Art und Weise, wie inzwischen Aufgaben an die Lehrer und Lehrerinnen übertragen wurden. In diese Richtung habe ich diesen Ausdruck Haltung angewandt. Und ich glaube, da kann die Politik, können wir noch etwas besser werden, oder die Landesregierung in diesem Sinne. Danke. Das war zwar jetzt keine Frage, aber Frau nehmen Dr. wir... Richtigstellung. Ob ich die Haltungsgeschichten unterscheiden kann. Ich nehme das mal so zur Kenntnis. Dankeschön. Nein, natürlich geht es auch um die Haltung der Politik gegenüber. Und ich will von der Politik aus den Lehrerinnen und Lehrern gegenüber. Ich habe das, glaube ich, heute schon mehrfach deutlich gemacht. Ich will mal das auf meine persönliche Situation sagen. Es ist wahrhaftig keine Floskel, dass diese Wertschätzung aus
auszusprechen, gerade den Schulen, die sich auf diesen Prozess jetzt ganz neu eingelassen haben, wie auch den Schulen, die über 30 Jahre schon Erfahrung sammeln. Denn ich habe das gemeinsame Lernen an einer Schule im Unterricht mit meinen Kindern, die bis zum Ende der Klasse 10 auch gemeinsam beschult worden sind, mit Kindern mit Behinderung, mit aufgebaut. Und wir sind alle Höhen und Tiefen. Und diese Prozesse, die da zu leisten sind, die sind mir sehr wohl bekannt. Und ich weiß, was da an Leistung drinsteckt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich habe es eben schon mal deutlich gemacht. Es ist eine Anforderung an alle. Und wir haben uns als Bundesrepublik Deutschland und Nordrhein-Westfalen damit auch verpflichtet, den Prozess der Inklusion so zu gehen und wirklich sorgfältig umzusetzen. Ich will es noch mal sagen, das haben wir gut vorbereitet. Wir haben die Ausbildung auf andere Füße gesetzt und haben mehr Ausbildungsplätze an den Hochschulen und an Fortbildung geschaffen. Und wenn ich mir die Rückmeldung auch der schulinternen Fortbildung gerade zum Thema Umgang mit Heterogenität und der Vielfalt der Kinder anschaue, dann sehe ich auch, dass das ankommt. Aber es ist und bleibt eine Herausforderung für viele, die gesagt haben, für den Umgang mit diesen Kindern bin ich nie ausgebildet worden. Und jetzt verlangt ihr mir das ab. Ja, und da bin ich sehr bei dem Spruch von Maria Montessori. Hilf mir, es selbst zu tun. Und alle Unterstützung soll da sein, damit es weiter und stärker selbsttätig gelingt. Deswegen sage ich ja auch sehr deutlich, es ist eine Generationenaufgabe. Das wird nicht morgen erledigt sein. Wir müssen diesen Prozess weiter begleiten. Und um zum Schluss nur noch einmal deutlich zu machen, dass es eben nicht übers Knie gebrochen ist, seit 2010 in den Schuljahren ist jeweils der Anteil der Kinder mit Behinderungen im gemeinsamen Lernen in den allgemeinen Schulen von 3 bis maximal 4,6% gestiegen. Und zum letzten Schuljahr waren es 3,8%. Also das sind kleinere Schritte, als wir es am Anfang sogar erwartet haben. Und deswegen haben wir auch die Förderschulen ja auch stärker noch in der Landschaft. Gerade im Bereich der Förderschulen lernen war die Tendenz vorher schon so, dass das Elternwahlverhalten sich geändert hat. Ich glaube, in diesem Diskurs müssen wir mit den Schulen bleiben, das ist überhaupt keine Frage. Die Landesregierung nimmt aber ihre Verantwortung auch wahr. Wir werden weiter darüber im Ausschuss reden. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Für die FDP-Fraktion hat jetzt Frau Kollegin Gebauer das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, eigentlich weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich nehme jetzt mal Herrn Feuß, wenn ich ihn denn finde. Da, genau. Herr Feuß, ja, in einer Sache stimme ich Ihnen zu. Sie haben gesagt, dieses erste Inklusionsgesetz sei nicht der Stein der Weisen. Ja, das kann ich so unterstreichen, das ist er weiß Gott nicht. Also da stimme ich Ihnen uneingeschränkt zu. Sie haben auch gesagt, dass sich dieser Inklusionsprozess noch am Anfang befindet. Da stimme ich Ihnen wiederum nicht zu. Also wir haben jetzt 2 Jahre Rechtsanspruch und wir haben von vornherein die Opposition mehrmals hier immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass dieser Weg, so wie er denn beschritten wird von Ihnen, dass das nicht der richtige Weg ist. Und genau diese Probleme sind eingetreten und am Anfang stehen wir nicht. Wir sind schon ein großes Stück weiter. Und wenn wir jetzt nicht nachsteuern, dann versündigen wir uns an den Kindern. Und das muss ich sagen, das ist wirklich, sich hier hinzustellen, zu sagen, wir befinden uns am Anfang, nein. Und auch Frau Beer, Sie haben gesagt, gut vorbereitet dieser Inklusionsprozess. Auch da muss ich Ihnen widersprechen. Das sehen wir, weiß Gott, nicht so. Dieser Inklusionsprozess, so wie er denn hier haben Sie sich wahrscheinlich gedacht, dass ich das so sagen werde, genau. Dieser Inklusionsprozess, so wie Sie ihn hier gestartet haben für Nordrhein-Westfalen, war in keiner Weise gut vorbereitet. Er war überhastet und die Kinder und Lehrerinnen und Lehrer sind die Leidtragenden, was ja jetzt auch durch die Mühlheimer Erklärung unter anderem auch zum Ausdruck gebracht wird. Und Sie sprechen hier, Sie möchten aufräumen mit dem Märchen von der Förderschulen, Schließung der Förderschulen. Naja, also wenn wir hier von Märchen sprechen, dann muss ich auch mal sagen, es ist richtig,
dass Frau Lörmann als Ministerin nicht das Licht ausknipst in den einzelnen Förderschulen. Aber dadurch, dass sie den Erlass mit Bezug auf die Mindestgrößen geändert hat, natürlich ist sie dann dahin auch verantwortlich, dass die Förderschulen entsprechend nicht mehr existieren können und die Eltern dann kein Wahlrecht mehr haben und die Kinder nicht mehr an die Förderschulen können. Also das ist dann ein Märchen, wenn Sie hier sagen, die Landesregierung ist nicht dafür zuständig, dass die Förderschulen vor Ort geschlossen werden. Das stimmt so nicht. Und Herr Voss, Sie haben gefragt, warum denn jetzt hier Lehrer NRW nicht bei dieser Mühlheimer Erklärung mitgemacht hat. Also ich kann Ihnen sagen, und das wissen Sie selbst, wir haben in zig Anhörungen gesessen, zusammen auch mit Lehrer NRW zum Thema Inklusion. Und ich kenne jetzt die genauen Beweggründe von Lehrer NRW nicht, aber eins kann ich Ihnen sagen, dass Lehrer NRW diese Bedenken bzw. diese Ausführungen, die hier in der Mühlheimer Erklärung gemacht werden zum großen Thema schulische Inklusion, dass die Lehrer NRW in meinen Augen uneingeschränkt teilt. Und da kann man sich jetzt nicht zurückziehen und sagen, ja, warum ist denn Lehrer NRW dieses Mal nicht dabei? Das ist hier diese Mühlheimer Erklärung mit den unterschiedlichen Lehrerverbänden von GEW, VEB, VBE, jetzt fange ich auch schon an, VEB, VBE, Philologenverband und Verband der Sonderpädagogik. Das ist letztendlich ist das eine schallende Ohrfeige hier für die regierungstragenden Fraktionen bzw. die Landesregierung in Bezug auf die Inklusionspolitik. Und es ist die Enttäuschung der Lehrerinnen und Lehrer aller Orten und allseits das, was ihnen hier zugemutet worden ist, was ihnen zugemutet wird. Und ich will das auch alles gar nicht weiter noch mal ausführen. Das haben wir heute oder habe ich im Besonderen heute Morgen schon einmal getan. Ich fordere Sie an dieser Stelle zum wiederholten Male auf. Und ich werde es auch nicht müde, das weiterhin zu tun. Für die Kinder und für die Jugendlichen, für die jungen Erwachsenen, für die Schülerinnen und Schüler hier in Nordrhein-Westfalen. Steuern Sie endlich in der Inklusionspolitik um. Nehmen Sie das, was Ihnen mitgegeben wird an Kritik, tatsächlich auch ernst. Sie sagen immer, Sie nehmen es ernst. Aber Sie müssen auch handeln. Ernst nehmen an dieser Stelle alleine reicht nicht. Sie müssen das, was dort an Kritik geäußert wird, tatsächlich auch dann entsprechend umsetzen bzw. Ressourcen bereitstellen. Und 300 Stellen, ja, okay, das ist ein Anfang, aber das ist noch lange nicht das Ende. Da erwarten wir von der Opposition, da erwarten wir als FDP noch viel, viel mehr. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Gebauer. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Lörmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mich überrascht der Verlauf der Debatte wirklich nicht sonderlich. Das kann ich vielleicht zu Beginn einmal deutlich machen. Und will eins sagen, dass der Fraktion der Piraten die sonderpädagogische Förderung und die Inklusion am Herzen liegen. Das haben Sie mehrfach deutlich gemacht und hier haben wir auch etwas gemeinsam. Ihr Antrag übernimmt fast wortwörtlich den Text der Mühlheimer Erklärung, den die genannten Lehrerverbände, die Vorsitzenden unterzeichnet haben. Es findet aber keine Einordnung und politische Bewertung dieser Erklärung statt. Wir hatten ja auch Anhörungen dazu. Und die Anhörungen haben ja durchaus auch bei aller Kritik differenzierte Hinweise gegeben, dass bestimmte Entwicklungsprozesse mitnichten allein so in Nordrhein-Westfalen mit Schwierigkeiten behaftet sind, sondern dass das überall ein entsprechender Prozess ist. Das haben wir hier, glaube ich, vor einigen Wochen diskutiert. Und die Mühlheimer Erklärung listet Forderungen der Lehrerverbände auf, die alle nicht neu sind. Das sind die bekannten Forderungen. Und Frau Bunse, die Forderungen sind vor allem Ressourcenforderungen. Und wenn Sie uns dann vorwerfen, es reicht nicht, 300 Stellen zu nehmen, dann müssen Sie auch sagen, welche Stellen Sie denn ganz konkret nehmen wollen. Ansonsten ist die Kritik unglaubwürdig. Und das habe ich heute Morgen hier auch schon aufgeführt. Allein zu glauben, nur es ist richtig zu investieren. Wir investieren 1 Milliarde, wir legen jetzt noch was obendrauf. Aber allein zu sagen, nur mehr Geld macht alles gut, diese einfache Logik wird dem komplexen Prozess inklusiver Beschulung nicht gerecht, meine Damen und Herren. Und da machen Sie es sich etwas zu leicht.
Und meine Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen gegenüber, die habe ich heute Morgen deutlich gemacht, da habe ich es bezogen auf die Grundschulen gesagt, ich mache es an jeder Stelle deutlich, weil ich genau weiß, was das für ein innerer Entwicklungsprozess auch ist, der bezogen auf die Inklusion stattfindet. Und ich habe hohen Respekt, ich bekomme aber auch Rückmeldungen, gestern Abend zum Beispiel, natürlich kritische Stimmen von Lehrerinnen und Lehrern, aber auch Stimmen von Eltern, die sagen, wir sind froh, dass wir nicht mehr Bittsteller sind und nicht mehr betteln müssen, dass unser Kind einen Platz in einer allgemeinen Schule bekommt, liebe Frau Bunse. Und die Inklusionskoordinatorin hat gesagt, ich habe 400 Beispiele gehabt, wir haben 400 Elternwünsche gehabt und bis auf 6 konnten wir ihnen allen nachgeben und nur 6 Eltern konnten nicht an die Wunschschule beim Thema Grundschule, sondern sie mussten eine andere Grundschule nehmen, weil da die Plätze schon voll waren. Was haben wir früher Petitionen gehabt hier im Landtag, dass die Eltern nicht das Recht auf Inklusion haben umsetzen können? Und diese große Leistung, die die Schulen leisten, die stellen Sie in Abrede und Sie diskreditieren diesen Prozess und deswegen weisen wir das hier zurück. Frau Ministerin Löhrmann, darf ich Sie jetzt unterbrechen? Frau Kollegin Pieper würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Vielen Dank, Frau Ministerin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben mich gerade direkt angesprochen und haben gesagt, wir haben in unserem Antrag keine politische Bewertung vorgenommen. Ich möchte noch einmal kurz sagen, dass das ja ein Antrag ist in einer Reihe von Anträgen, die wir zu diesem Thema gestellt haben, wo ich denke, es gibt schon eine politische Bewertung. Da die Frage, ob Sie das so zur Kenntnis genommen haben. Und dann noch mal Ihre Frage der Bewertung der Vorschläge, die wir gemacht haben. Wir haben nämlich nicht nur nach Stellen gefragt. Wir haben mehrere Vorschläge gemacht, die zum Teil nicht mal mit Kosten verbunden sind. Und da hätte ich gerne gewusst, wie Sie diese Vorschläge einschätzen. Ja, dazu, liebe Frau Pieper, reicht die Zeit, die ich habe, nicht. Auch nicht die Zeit im Rahmen dieser Zwischenfrage. Und ich war ja auch noch nicht am Ende. Ich habe im ersten Teil ja im Wesentlichen darauf reagiert, dass hier bestimmte Dinge grundsätzlich in Abrede gestellt werden. Und das halte ich dieser schwierigen Aufgabe und diesem großen Anspruch, die Inklusion umzusetzen, die seit 2009 einfach Auftrag ist, das halte ich dem eben nicht für angemessen. Da habe ich ausdrücklich Sie nicht mit gemeint. Ich will einige Punkte gerne zur Qualitätssteuerung und Weiterentwicklung sagen. Wir haben die Lehrerausbildung angepasst und alle künftigen Lehrkräfte durch den Erwerb sonderpädagogischer Basiskompetenzen wollen wir dazu befähigen, noch besser und professioneller mit Heterogenität umzugehen. Wer das beklagt, dass das nicht da ist, hätte nicht gegen das Lehrerausbildungsgesetz stimmen dürfen. Unsere Kompetenzteams bieten allen allgemeinbildenden Schulen das Programm auf dem Weg zur Inklusion an. Die Fortbildung wird intensiv nachgefragt, sie wird evaluiert und es gibt gute Rückmeldungen zu dieser Fortbildung. Wir haben nicht nur die Koordinatoren, sondern wir haben jetzt auch die Fachberaterinnen und Fachberater, die die qualitative Weiterentwicklung vor Ort unterstützen und die Schulen beraten. Wir haben da zusätzlich investiert. Die CDU hatte einen Vorschlag gemacht, dass das kostenneutral möglich sein sollte, solche Zentren wieder einzurichten. Die Qualitäts- und Unterstützungsagentur unterstützt Lehrkräfte durch die Weiterentwicklung der Förderplanung und berücksichtigt, wie gefordert, die Erfordernisse einer Lernausgangs- und Lernbegleitdiagnostik. Darüber hinaus entwickelt unser wieder aufgebautes Landesinstitut aktuell alltagstaugliche Materialien für das zieldifferente Lernen in der Sekundarstufe 1. Ich habe gerade am Samstag in Münster zusammen mit der Universität Münster und unserem Qualis und dem Institut für individuelle Förderung eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben, wo zusammengeführt werden soll die Fachexpertise und die Praxisanwendung für das gemeinsame Lernen. Also genau hier gehen wir Schritt für Schritt vor. Nun noch mal zu der Frage der Ressourcen. Aufgrund der Neuschätzung der Schülerzahlen für das Schuljahr 2016/17 wurde das Stellenbudget für Lern- und Entwicklungsstörungen bereits vorher um 268 Stellen aufgestockt. Und im Entwurf für den zweiten Nachtragshaushalt 2016 hat das Kabinett am 31. Mai beschlossen, weitere 300 zusätzliche Stellen im Rahmen des Stellenbudgets bereitzustellen. Und damit lösen wir genau diese Zusage ein, dass wir nachsteuern, wenn das ganz konkret mit Zahlen auch hinterlegt ist. Das haben wir getan, das ist richtig so. Und ich hoffe, diese Stellen schnellstmöglich besetzen zu können. Das setzt dann aber voraus, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, dass Sie mit dazu beitragen, dass dieser Nachtragshaushalt schnell verabschiedet wird, weil der Haushalt vorsieht, dass sie zum 1.8. besetzt werden. Diese Bitte würde ich gerne an Sie richten.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Frau Ministerin hat die Redezeit um eine Minute überzogen. Wenn noch jemand das Wort wünscht von den Fraktionen, stände diese Zeit zur Verfügung. Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich an dieser Stelle die Debatte zu Tagesordnungspunkt 5 und wir kommen zur Abstimmung. Sie wissen, dass alle 5 im Landtag vertretenen Fraktionen sich zwischenzeitlich darauf verständigt haben, den Antrag nicht direkt abzustimmen, sondern an den Ausschuss für Schule und Weiterbildung zu überweisen, mit der Maßgabe, dass die Abstimmung dann dort in öffentlicher Sitzung erfolgen soll. Möchte jemand gegen die Überweisung stimmen, sich enthalten, beides nicht der Fall, dann haben wir so überwiesen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6.